Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Exponentialfunktionen. Ich werde hier kurz die mathematische Definition vorgeben und die wichtigsten Eigenschaften besprechen. Eine Exponentialfunktion ist also folgendermaßen definiert. Ich brauche dafür einen Parameter a, der muss größer als 0 sein und kann damit dann meine Funktion f vom Argument x festlegen. Und die ist definiert als groß a mal klein a hoch x. Ich habe also zwei verschiedene Parameter, groß a und klein a. Und die haben folgende Rollen. Die können wir uns wieder klar machen, indem wir uns anschauen, was passiert denn, wenn ich an der Stelle f von 0 einsetze. Dann kriege ich also den Koeffizienten groß a mal die Basis klein a hoch 0. Irgendwas hoch 0 ist immer gleich 1 und damit bleibt nur der Faktor a übrig. Der spielt also eine ähnliche Rolle wie der Achsenabschnitt im Fall von linearen Funktionen. Und wenn ich dann an der Stelle 1 einsetze, bekomme ich den Faktor groß a mal die Basis klein a hoch den Exponenten 1, irgendwas hoch 1 ist dann gleich a und somit habe ich dann groß a mal klein a und wenn ich dann nochmal einsetze an der Stelle 2, habe ich groß a mal klein a hoch 2. Das ist groß a mal a Quadrat und so weiter. Das heißt, wenn ich von 0 nach 1 auf der x-Achse gehe und dann nach 2, kommt jedes Mal dieser Faktor klein a dazu. Der nennt sich deshalb also auch Wachstumsfaktor dieser Exponentialfunktion. Schauen wir uns das also hier nochmal sauber hingeschrieben auf den Folien an. Groß a ist der Funktionswert an der Stelle x gleich 0 und klein a ist das, was als Wachstumsfaktor herauskommt, wenn ich dann von x gleich 0 zu 1 und dann zu 2 und so weiter gehe. Wie schaut der Funktionsgraph von Exponentialfunktionen aus? Das hängt jetzt davon ab, ob der Faktor a größer als 1 oder kleiner als 1 ist. Also wir erinnern uns, der muss immer größer als 0 sein. Die Frage ist jetzt, ist er also auch noch größer als 1 oder kleiner? Denn wenn er größer als 1 ist, führt jeder Schritt nach rechts zu einem Wachstum, zu einer Vergrößerung, wenn ich mit einem Faktor größer als 1 multipliziere und die Exponentialfunktion steigt dann also an der Stelle 1 eben auf den Wert a und an der Stelle 2 auf den Wert a Quadrat in diesem Spezialfall, wo ich nur a hoch x betrachte. Umgekehrt, wenn der Faktor kleiner als 1 ist, fällt die Exponentialfunktion eben an der Stelle 1 auch wieder auf den Wert a, an der Stelle 2 auf den Wert a Quadrat, aber das führt halt jedes Mal zu einer Verringerung. Und wenn ich das hier weiterführe, schmiegt sich die Exponentialfunktion immer weiter an 0 an und wenn ich in diese Richtung gehe, geht sie Richtung unendlich. Und im Fall einer steigenden Exponentialfunktion ist mit steigendem x geht es Richtung unendlich und mit fallendem x schmiegt es sich an die 0 an. Das haben wir hier also auch nochmal alles hingeschrieben. Für eine Exponentialfunktion a hoch x gilt also, ist für alle reellen Zahlen x definiert, nimmt immer nur positive Werte an, ist stetig. Das heißt also anschaulich gesprochen, ich kann quasi den Funktionsgraphen durchzeichnen, ohne den Stift absetzen zu müssen. Geht immer durch den Punkt 0, 1, weil eben hier der Faktor da vorne weggelassen wurde, der ist implizit 1 und geht auch immer durch den Punkt 1 und a. Auch das hier haben wir vorher in der Grafik schon gesehen. Für größer als 1 im Wachstumsfaktor ist die Funktion streng monoton wachsend. Wenn der Faktor kleiner als 1, aber immer noch größer als 0 ist, ist sie streng monoton fallend. Und auf endlichen Intervallen ist die Funktion immer beschränkt und sie ist konvex. Dafür wechsle ich hier nochmal zurück auf den Funktionsgraph. Das schauen wir uns nochmal an, was das heißt. Also auf einem endlichen Intervall, wenn ich mir sowas vorgebe, da ist die Funktion immer beschränkt, da kann ich sie immer in so eine Kiste reinpacken, aber auf den gesamten reellen Zahlen ist sie unbeschränkt, weil wir eben zum Rand hin immer Richtung unendlich gehen. Das andere, was dort stand, die Funktion ist konvex,
Anschaulich gesprochen heißt das, dass jede Verbindungslinie zwischen zwei Punkten auf dem Funktionsgraphen oberhalb der Funktion liegen muss. Die Funktion ist also immer nach oben offen. Und das gilt sowohl in dem Fall, wo sie steigend ist, als auch in dem Fall, wo sie fallend ist.